Das werden wir hier darstellen. Erstmal die Typen gibt es gar nicht, die drei, die ich Ihnen hingemalt habe, nur tendenzweise. In Wirklichkeit ist die Regel der zusammengesetzte Typ. Gemalt habe ich Ihnen Vata, Pitta, Kapha, aber es gibt nochmal die zusammengesetzten. Das ist ein hitziger, dürrer Hering, der alle 10 Minuten, 2 Stunden was essen muss. Das ist ein hungriger Pitta, Kapha, der aber auch ansetzt. Der hat ganz schwer, oder sie, das Gewicht wieder loszuwerden. Und da gibt es noch so ein Aus, das sind die kalten Typen, und hier gibt es so Ausgeglichene noch, der hat von allem gut was, dass man schwer einen Schwerpunkt finden kann. Das sind so die Typen. Ja, ich habe Ihnen die mal symbolisch hingemalt. Einen Menschen mit seinen 3 Auslenkungen, seiner Vata-Auslenkung, unruhig, unregelmäßig, mit seiner Pitta-Auslenkung, scharf und hitzig, und mit seiner Kapha-Auslenkung, kugelrund und weich. Und dann habe ich Ihnen drangeschrieben, was so typische Entgleisungen in diese Richtung sind, also Störungen. Die wird man dann Vata-Störung nennen und Pitta-Störung, Kapha-Störung. Hier für die Einfachheit halber zu viel. Zu viel Vata ist dann zu unruhig, ist nervös und schläft nicht ein. Der Darm, der ist zu trocken, Vata ist trocken, der zieht das ganze Wasser raus, da kriegt er Verstopfung. Die Verdauung ist zu schwach, zu wenig Flüssigkeit für die Verdauung, kriegt der Blähbauch. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Kopfweh, Migräne, man sieht gar nichts, aber das tut dem weh, es Wind. Er selber weiß, dass er Kopfweh hat, aber die anderen sehen es ihm gar nicht an oder ihr. Pitta-Störung, der ist mehr ängstlich, Pitta, der Hitzige, ist mehr reizbar oder zornig, je nachdem, ungeduldig, das ist die Vorstufe. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann tritt er auf die Hupe oder Lichthupe, ne? So, das ist Pitta. Und der hat zu viel Verdauungssäfte, deswegen Durchfall, hoppla, das war zu früh. Und Magengeschwür, das so ätzend ist, wenn er den Zorn oder die Tat nicht durchführen kann, dann frisst er sich eben selber an, ja, dann kriegt er ein Magengeschwür. Und Kapha, gewichtig, zu viel Materie, schleimige Störung ist das Typische, und die Schlacken, die kann nun jeder haben. Das ist dann so, als ob er eine schleimige Krankheit hätte, als ob er zu schwer wäre, als ob er abnehmen müsste, auch wenn das gar kein gewichtiger Typ ist, kann jeder eine Schlackenstörung haben. Und das habe ich jetzt hingemalt, was man nun dann tun kann für die drei, wenn man eine von den 3 Störungen hat. Hier erstmal Vata-Störung, nochmal hier die blauen Sachen, da ein Pfeil, womit beruhigt der sich? Ja, mit, da steht's, weil er so unruhig ist, hilft ihm Ruhe, weil er so unregelmäßig ist, hilft ihm Regelmaß, zur selben Zeit aufstehen und schlafen gehen. Weil er so trocken und kalt ist, hilft ihm feuchte oder ölige Hitze. Warm und heiß essen, Badewanne in Ruhe. Der will baden, der will liegen und ruhen. Pitta duscht höchstens oder Kaffee, aber der Vata, der will, oder sie, will richtig noch Ruhe dabei haben bei der Hitze. So, das wäre sowas. Dann bei Pitta, wie beruhigt man Pitta? Weil er so hitzig ist, hilft ihm Kühlung. Der trinkt auch kalt und Eiscreme und so. Ruhe, weil er doch eine flackernde Flamme ist, und Regelmaß, weil er dann durch das Flackernde auch doch unregelmäßig ist, hilft ihm auch. Und Maß halten, weil er maßlos ist. Wie so ein Feuer brennt er alles weg, egal, Arbeit, Tätigkeit, alles, Essen, viel Essen. Ja, alles wird weggebrannt und dann manchmal dann eben doch zu viel, weil es so gut schmeckt. Und also in der Regel sogar. Deswegen hilft dem vorher zu bestimmen, wie viel er isst, wie viel er arbeitet. Maß, das ist Maß halten. Und dann Kapha, der ist der träge, langsame, ruhige, der wird durch trockene Hitze und durch Bewegung wird der besser, ne? Weil er so gewichtig ist, muss er sich bewegen natürlich, und der darf auch richtig Sport treiben, hat er zwar keine Lust dazu, dem muss man erstmal einen Tritt geben, aber der braucht das so richtig, und da geht es ihm sofort besser, alles geht besser, wenn der jeden Morgen 10 Kilometer läuft. Die anderen sollen das nicht so viel machen, aber Kapha darf das, oder wer zu viel Kapha hat. So, oder man muss nur entschlacken, das ist natürlich auch von der Kapha-Seite. Was ich noch nicht gesagt habe, das ist dann das Einfache im Ayurveda. Alles, wenn ein Kapha Kapha reduzieren will, nimmt er irgendwas, wo Kapha draufsteht. Alles, wo Kapha draufsteht, ist richtig gegen Kapha. Alles, wo Pitta draufsteht, ist richtig gegen Pitta. Und alles, wo Vata draufsteht, also wenn Sie so an den Stand hier nebenan, an dem Ayurveda-Stand gehen, wo Vata draufsteht, das hilft gegen Vata. Also Vata-Tee zum Beispiel hilft gegen Vata-Störung. Pitta-Tee hilft gegen Pitta-Störung. Das ist dann ganz simpel, ja? Das ist der Vorteil daran. Wenn man die Störung mal weiß, dann kann man gleich mal wissen, was man tut, auch wenn man sonst gar keinen anderen Rat wüsste, könnte man schon mal was tun. Es geht immer um das individuelle Gleichgewicht der 3 Doshas, um die Mitte. Also auch ein Vata-Typ, so ein nervöses Huhn, kann trotzdem ganz im Gleichgewicht sein, in seinem Gleichgewicht. Woran merkt man, dass man sich der Mitte nähert? Die Natur ist glücksgesteuert.
Das heißt, wenn man was richtig macht, sollte man sich besser fühlen. Das ist die Regel. Daran kann man merken, dass man was richtig macht. Und nur wenn man sich mit seiner Gewohnheit zu weit von den Naturgesetzen entfernt hat, dann ist eine Anfangsenergie aufzuwenden, die unangenehm sein kann, bis man die Zunahme des Glücks wieder spürt. Besonders bei allen Süchten ist das so. Wenn sie richtig süchtig sind, und das kann jede dumme Gewohnheit sein, und die loswerden wollen, und dann müssen sie gegen so eine Energie ankämpfen, gegen diese Gewohnheiten. Die erscheint unwohl. Wenn sie aufhören zu rauchen, sind sie 3 Wochen ungenießbar. Bis sie über diese Schwellenenergie weg sind, dann erst spüren sie wieder, dass sie bei der Annäherung an die Mitte, dass es ihnen besser geht. Da plötzlich merken sie, wenn sie aufgehört haben zu rauchen, ich kann die Treppe wieder schnell hochrennen, ich kriege wieder Luft, ich habe wieder Energie. Aber wie gesagt, wenn man ganz weit weg war, ist es wie eine Abtrennung, braucht man auch vielleicht Hilfe, und bis man schafft es gar nicht mehr allein. Sonst, wenn das noch nicht so weit ist bei Kindern oder wenn man noch jünger ist oder wenn die Eigenschaft nicht so schlimm abgetrennt ist, dann spürt man es direkt. Man macht die richtige Maßnahme und merkt, oh, das tut mir gut. Ich sag mal, Badewanne bei Vata, ja? Vata beruhigt durch Hitze in Ruhe, ja? Der legt sich in die Badewanne und merkt sofort, wie gut das ist, ja? Und nicht erst später. Und was ich hier immer darstelle, man kann auch zu weit gehen, wenn es ein Vata Pitta ist oder so ein Kombinationstyp, der ist auch heiß, dann darf der nicht so lange baden, weil er badet 10 Minuten, da ist er hier in der Mitte, fühlt sich gut. Und wenn er länger badet, dann entfernt er sich wieder in die Mitte, von der Mitte Richtung Hitze. Da fühlt er sich wieder unwohl. Er wird ihm schwarz vor Augen, wird ihm schwindelig, wie abgeschossen. Der darf nur 10 Minuten. Das stimmt nun so ein Ayurveda-Therapeut mit Ihnen ab, dann, bis man das selber gelernt hat, wie man da austariert, dass man immer nur die Mitte findet und nicht irgendwas Extremes. Nach dem Motto, für mich ist heißes Bad gut, also bade ich heiß. Nein, es kann sein, nur 10 Minuten. Aber das könnte man auch alleine rausfinden. Also es geht immer um die Beruhigung der Doshas oder um das Gleichgewicht der Doshas. Gleichgewicht ist Gesundheit und Glück. Man fühlt sich wohl in der Mitte. Ja, hier in der Hierarchie sage ich immer kurz, wo, auf welcher Ebene ich tätig werden will. Hier wollte ich mal über Rasayanas reden oder über Langlebigkeitsmittel, über vedische, ayurvedische Präparate, die man auch nehmen kann. Und auch die können starke Effekte haben, das ist eben der Witz, das dachte ich am Anfang nicht, was soll ich damit, ne, mit so uralten Kram und aus Indien und Pflanzen, aber das ist nicht so, die wirken eben auch was Erhebliches und dazu gebe ich Ihnen dann ein paar Untersuchungen. Die Rasayanas sind eine besondere Art von Pflanzenmitteln, es sind nicht alle so, aber einige nennt man so, das sind die Mittel zur Langlebigkeit, die wirken also vorbeugend auf körperlicher Ebene eben. Es handelt sich meist um pflanzliche Präparate, wenn nicht, dann sind es Mineralien, die auf Vorbeugung von Krankheit schlechthin und auf Verjüngung auch abzielen. Warum, komme ich auch gleich. Und hier die wichtigste, sage ich mal, die wichtigste Forschungsarbeit zur Zeit, die auch total in die Diskussion passt. Das wichtigste Forschungsergebnis über die ayurvedischen Präparate ist wohl, dass sie ihre extreme Fähigkeit, freie Sauerstoffradikale oder reaktive Sauerstoffarten, das ist jetzt hier für Ärzte schon, habe ich nicht neu geschrieben für Sie, radikale Oxygen Species, also reaktive Sauerstoffarten, zu neutralisieren. Ich habe es ja hier erklärt, zurzeit wird als wichtigster Faktor für Alterung und übrigens für 80% aller Krankheiten, sogar einschließlich Krebs, das Prinzip der freien Radikale diskutiert, haben Sie sicher auch schon mal gehört. Aggressive chemische Bruchstücke, habe ich übersetzt, freie Radikale, reißen aus der Erbsubstanz passende Ergänzungsbruchstücke und erzeugen dadurch Alterung oder Krankheit, einschließlich Tumoren. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, das heute diskutiert wird. Alles Mögliche überlegt man sich, wie kann man da was tun. Der Körper hat prinzipiell Gegenmittel gegen den Vorgang, weil es immer stattfindet, sowas. Aber die zugehörigen Enzymsysteme, eins werde ich nachher erwähnen, und die anderen Hilfen, die der Körper so hat, um das zu beheben, solche chemischen Bruchstücke abzufangen, die sind im Einzelfall überlastet, aber auf jeden Fall mit zunehmendem Alter. Da schafft das dann nicht mehr, sozusagen, die aggressiven Bruchstücke abzufangen. Ja, hier dann so, haben wir mal so ein ayurvedisches Präparat, MA4, MA5, 2 verschiedene. Da ist diese Fähigkeit, diese freien Radikale abzufangen, gemessen an LDL, menschlichem LDL, also leichten Lipoprotein, das ist eine Fettart. Ja? Und zwar im Vergleich zu Vitamin C und Vitamin E deswegen, weil wir gewöhnt sind, die Vitamine, das wissen wir, die tun sowas, die fangen freie Radikale ab, zum Beispiel Vitamin C und E. Und das ist eine logarithmische Skala, es steht immer als Zehnfache in der Wirkung beim Abfangen. Und hier Vitamin C und Vitamin E ungefähr um die Nulllinie rum,
Und dann sehen Sie dieses eine ayurvedische Präparat in Wasser, 154 mal stärker als so ein normales Vitamin. Und das MA5 auch 100 mal stärker. Und Alkohol sogar, es ist jetzt im Reagenzglas getestet, ne? 18.000 mal stärker, 66.000 mal stärker fängt das die freien Radikale ab. Der Mensch ist aber nicht ganz Wasser und der Mensch ist auch nicht Alkohol. Ja? Wenn Sie das da rein essen, dann ist es irgendwo in der Mitte. Es ist auch nicht einfach nur so wie in Wasser. Nach unserer Erfahrung von anderen Untersuchungen ist es ungefähr 2.000 mal stärker wirksam als diese Vitamine. Das ist auch nicht erstaunlich, weil wir bauen im Westen auf ein Stöffchen, ein Vitaminchen, das ist rührend, denn im Körper sind Milliarden. Und wir sind seit 100.000 Jahren gewöhnt, jeden Stoff aus der Natur mit vielen Tausenden, Hunderttausenden anderen zusammen einzunehmen, nämlich als Pflanze zum Beispiel oder eben auch, wenn wir einen tierischen Stoff essen. Und dass das nun stärker wirksam ist, so eine Pflanze als oder eine Pflanzenmischung auch noch, als nur ein Vitamin, das ist nun nicht sehr erstaunlich für mich. Ja, aber so auf den ersten Blick sieht es verblüffend aus. Pflanzenheilkunde haben übrigens nicht die Menschen erfunden. Jeder Gorilla kann das, jeder Hund, der Durchfall hat, fängt an, Gras zu rupfen, falls Sie es noch nicht gesehen haben. Das heißt, der spürt selber, was er jetzt für eine Pflanze braucht. Und das ist also, kann man noch nicht mal Heilkunde nennen, das ist, ich nenne es mal Nahrungsergänzung für diesen Zweck. Ja? Dann merkt er, ich brauche jetzt noch das und das hilft ihm dann. Macht ihn wieder gerade, bringt ihn wieder ins Gleichgewicht. So, das übrigens kein Zufall war hier, das sieht man bei so eklatanten Zahlen natürlich auch so, aber bitte, hier ist die Statistik dazu. Man gibt noch eine andere Art, das zu messen an lebendigen Zellen, nämlich an weißen Blutkörperchen. Da gibt es dieses Enzymsystem, was nun diese freien Radikale abfängt. Das ist die Superoxid-Dismutase in weißen Blutkörperchen. Haben wir dasselbe Präparat. Die Kontrolle heißt, welche Konzentration gibt es von diesem Enzym in der Zelle? Und da sieht man meinetwegen Milligramm pro Protein, ja, vielleicht 8 Milligramm, wenn man nichts macht. Und wenn man diese Zelle ärgert mit solchen freien Radikalen, dann steigt es auf 12 so ungefähr. Und rechts haben Sie dieses eine Präparat von denen, die wir eben auch geprüft haben, das Ayurvedische. Und das, wenn man das in diese Lösung legt, diese Zellen, dann sind die schon mal, dann bilden die schon mal mehr von diesem Enzym, das die freien Radikale abfangen kann. Nämlich, sagen wir mal, 15 Milligramm. Und wenn man es dann noch mit freien Radikalen ärgert, dann steigt es auf 25, also doppelt so viel wie ohne so ein Präparat. Alles aber auch im Reagenzglas, ne? Das ist nicht am lebendigen Menschen geprüft. Da geht es auch schlecht, weil es ist in jeder Zelle, es ist ein Vorgang, der in den Zellen abläuft, in jeder einzelnen Zelle. Also das wäre sowas. Und dann kann es noch viel mehr erstaunliche Dinge. Es kann, sagen wir mal, ich nehme so ein Langlebigkeitsmittel, ja, MA4 war es, glaube ich, hier, ja, genau. Das kann die Blutplättchenverklumpung im Blut wieder aufheben. Hier ist aber auch nur im Reagenzglas geprüft. Ja, da haben wir noch keine Versuche am Menschen. Und man kann Stoffe hinzugeben ins Reagenzglas zum Bluten, dann verklumpen die. Und eins davon ist ein Stoff, den es im Körper sowieso gibt, Kollagen, wenn man das macht. Dann verklumpt das heißt, dann verklumpen die Blutplättchen und dadurch wird diese Flüssigkeit durchsichtig. Ja? Lichttransparent nimmt stark zu, 60%, quasi lauter Löcher, da wo es durchscheinen kann, weil da keine Blutplättchen mehr sind. Und wenn Sie aber dieses MA-Präparat dazugeben, dieses Langlebigkeitsmittel, dann wird das stark abgeschwächt, wie Sie sehen hier. Innerhalb von 5 Minuten läuft das Ganze ab. Man kann noch einen zweiten Stoff nehmen, der auch in jeder Zelle vorkommt, das ADP, Adenosin-Diphosphat, gibt es bei jedem Vorgang von Verbrennung, er fällt das an. Damit kann man auch die Blutplättchen verklumpen, wie Sie sehen. Das heißt, die wird es auch durchsichtig, weil alles freigeklumpt ist. Und das geht in 3 Minuten sogar rückgängig zu machen, wenn man dieses ayurvedische Präparat dazu schüttet. Das heißt, die Blutplättchen sind wieder frei, kleben nicht mehr zusammen, es wird wieder undurchsichtig, die Flüssigkeit. Na gut, was haben wir noch? Ja, noch krassere Wirkungen dürfte ich hier gar nicht zeigen. Also, ich hatte ja vorhin gesagt, die Krankheiten, die durch freie Radikale erzeugt werden, das ist ja so ungefähr alles. Ja, das heißt, wenn man so krasse Wirkungen von Wirkung gegen freie Radikale feststellt, dann kam natürlich ein Forscher auf die neugierige Idee, was kann das bei Tumoren tun? Und hier gibt es so einen Standardtumor bei Ratten, da kann man einen Brustkrebs induzieren, wenn man denen ein ganz übles Gift hier reinfüttert über eine Sonde. Hier steht es, innerhalb von 21 Wochen hat man den, am 7. Tag gibt man denen das. Ne? Und dann entwickeln die ziemlich zuverlässig, oh Kraus, nicht wahr, in 60-70% Brustkrebs, diese Ratten. Und das haben die bei der Kontrolle ja auch in 60% hier tatsächlich getan.
es waren vier Gruppen, 4 mal 20 Ratten, ja, und wenn man denen nur die ersten 14 Tage, also 7 Tage vor dem Gift und 7 Tage danach, dieses Langlebigkeitsmittel gegeben hat, dann haben sie doch deutlich, signifikant, überzufällig viel weniger Brustkrebs entwickelt. Da wäre der Laborarzt nicht mit zufrieden, der hat gesagt, ich will aber 60%, hier stimmt was nicht. Ja? Das müsste, wieso kriegen dann nicht 60% von der Truppe, mindestens 60% den Krebs? Und wenn man erst ab dem 14. Tag, also erst eine Woche nach dem Gift, das Zeug gibt, da wirkt es immer noch sehr gut. Und wenn man es von Anfang an gibt, das ist kein wirklicher, echter Unterschied zwischen denen hier. Also man hat den Eindruck, wenn man es länger gibt, nämlich ab dem 14. Tag bis zum Ende oder von Anfang an bis zum Ende, dass es dann noch sehr viel mehr hemmt, also höchstens 20% Krebs entwickelt, im Gegensatz zu 60-70 sonst. Das ist überzufällig der Unterschied zwischen den Gruppen, die was bekommen haben, und der Gruppe, die nichts bekommen hat. Ist mal so ein Versuch gewesen, den wollten die mal wissen. Und es gibt sogar so, dass Tumoren auch zurückgehen können. Aber bitte, jetzt müssen Sie nicht denken, dass es hier ein neues, tolles Krebsmittel gibt. Sie brauchen nur dieses Langlebigkeitsmittel futtern. Und ja, so ist das nicht. Die Ratten waren nämlich ganz gesund vorher. Und dass man die dann gut und leicht schützen kann, ist eine Geschichte. Aber beim Menschen entsteht der Krebs sehr kompliziert aufgrund von vielen Faktoren. Und da ist es nicht so. Wir reden hier eher von Vorbeugung. Hier ist ja auch vorbeugend gegeben. Und wir reden von Nahrungsergänzungen, denn wir wissen, dass dieses Abfangen von freien Radikalen natürlich auch mit Brokkoli gemacht werden kann. Aber dann müssten Sie 5 Kilo Brokkoli jeden Tag essen. Das ist natürlich nicht sinnvoll. Also Nahrungsergänzung ist sinnvoll. Und davon ist hier in diesem Teil die Rede. So, andere, es gibt noch einfachere Sayanas, denn dieses, was ich Ihnen eben aufgeführt habe, enthält viele Stoffe, was im Ayurveda gar nicht so üblich ist. Dagegen gibt es ein ganz primitives. Das ist das Trifala. Wörtlich Tri ist immer 3 indogermanisch, Pala, die Frucht, die 3 Früchte. Eine davon, die berühmteste, Amalaki, habe ich Ihnen hier hingezeigt.